Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Sogar die erste Aufnahme in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Jawohl. So, 24, was geht? Ich starte wieder mal hier komplett planlos in die Welt. Wir müssen einiges noch schön bauen. Denke ich mal, weil ich bin wirklich heute komplett planlos in die Folge rein. Eigentlich mal ja wirklich alles. Langsam aber sicher mal schön bauen. Eigentlich wollte ich ja am 6.1. mal live streamen. Allerdings mit den Einstellungen von OBS und YouTube. Oh, das ist erstmal hirnfrostmäßig verbunden. So, ich bin hier ein bisschen, wie schon gesagt, planlos. Hier wollten wir ja Felder reinmachen. Also wollen wir das auch demnächst dann mal machen. Das mal hier ein bisschen umso einsortieren. Ein bisschen Netherquarz auf Tasche. Why not? Also, wir werden ein bisschen Materialien besorgen. Ich habe noch keine Redstone-Kiste. Ja, ich muss hier wirklich mal anfangen, unser Wohngebiet schön zu bauen. Nützt nichts. Ja, kommt erstmal hier rein damit. Na, Redstone an sich kommt mal hier unten rein. Wir hatten sie ja in der letzten Folge noch gefarmt. Wir brauchten sie ja. Oder vorletzten. Irgendwann hat man es gebraucht. So, Bücher. Das. Schild behalten wir. So. Müssen jetzt bestimmt eh gleich wieder schlafen. Genau. Wurde Nacht. Es ist Nacht geworden. So. Ja, man hat mir noch den Tipp gegeben, dass am Netherportal, was dann zur Netherdecke ist, auf jeden Fall in dem Berg vielleicht ein Nation City sein kann. Ich werde das auch mal angucken. Wir werden das zusammen angucken, keine Sorge. Aber alles nach der Zeit. So, wir müssen hier erstmal schön bauen. Es sieht hier langsam nicht mehr so schön aus. Das Dorf muss schöner werden. Das soll ja eigentlich darüber. Das heißt, wir müssen mit den großen Gebäude anfangen, wo dann die Dorfbewohner reinkommen. Komme ich hier irgendwie hoch zum Gucken? Nö, natürlich nicht. Ist immer so. Ja, dass da noch ein paar mehr Türme hinkommen, da muss ich die Stelle rausfinden, wo dann das große Gebäude für die Bibliothekarin kommt. Noch alles jetzt Stück für Stück. So. Habe ich wenigstens das Gold mitgenommen? Ich glaube ja, dass wir hier unten weitermachen können. Dass wir hier die Bambusfarm hinbekommen. Oh, ja, kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Alles mit der Zeit. So. Hier, das muss auf jeden Fall auch alles schöner werden. Ist halt nur die Frage, lassen wir mit Stone Bricks machen? Schauen wir mal, was wir an Stein haben. Bei meinem Glück natürlich nicht mehr so viel. Bricks, ein paar davon haben wir. Clean Stones, der, also. Mit Stein sieht es eher gerade mau aus. Also müssen wir mal ein bisschen was farmen gehen. Silke, die Silke kommt raus. Habe ich Fackeln? Nein, natürlich nicht. Wenn man schon irgendwas farmen will, dann sollte man auch was mitnehmen. So, dann sammeln wir erstmal ein paar Materialien. Da haben wir ein bisschen Kohle. Ist hier noch irgendwo Kohle drin? Ich glaube natürlich wieder mal nicht. Ich habe noch etwas zu snacken. Block of Coal. Okay. Das kommt mal über die Kiste. So, Sticks. Wir müssen Holz holen. Wir brauchen Stöcke. Ja.
Definitiv, wir brauchen Stöcke, wir brauchen Holz. Genau, jetzt nehmen wir meine Angeln, da kommt es Sie, Lore. Könnte man auch verbinden. Noch 16 Fackeln, dann können wir erstmal ein bisschen was anholen. Ich will ja jetzt hier nicht eine Stunde meinen gehen, nur. Ich will ja bloß ein bisschen Stein holen. Mit der unserer schönen Silke geht es ja relativ zügig. Weil dann können wir nämlich auch ein paar Bäume abernten. In der Zeit können wir unsere Wände, unserem Sarg schon neu belegen. Ach, ich komme da nicht drauf. Die Wand, die Mauer, genau. Die Mauer muss weg. Ja, die muss quasi neu gesetzt werden. Okay, Google oder was auch immer das jetzt war. Nein, ich will keine Punkte sammeln. Dankeschön. So. Okay, vier nehmen wir noch mit. Dann machen wir zwei Stacks. Das langt aber hinten und vorne nicht. Es soll ja auch hinten und vorne nicht lang. Ich will ja erstmal mit die Mauer anfangen. Dass wir wissen, ach, so wird es jetzt langsam. So. Und vielleicht will ich sogar, mache ich sogar die Ecken mit anderen Blöcken. Lass mich ein bisschen Muster noch reinkriegen. So, Schaufel. So, lass mich alle jetzt mal langsam alles schön machen können. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Cracked Stone Bricks rein. Muss ich noch mal gucken, ob ich noch was habe. Ja, so. Stimmt, ich muss hier aufpassen. Ich habe hier ja Frostwalker drauf. Okay, hier war noch ein Eisenschwert. Dass man solche mal mitnehmen, oder? Ja, jetzt sind ja zwei drin. Und ja, man hat mir noch den Tipp gegeben, ich sollte die doch vielleicht mal füttern. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann es ja mal probieren. Ja, Video. Dann werden wir sehen, ob der wieder was hat. Ach, hier haben wir auch noch Cleanstone. Ach, schön. Stone Bricks. Noch mehr Cleanstone. Schick. Doch immer mal wichtig, hier alles durchdrungen. Hier haben wir noch Kohle drin. Ach. Wunderbar, wir haben auch noch Kohle. Können wir eigentlich mal die Kohle hier zusammen sammeln? Noch was Schönes hier drinnen. Holzkohle, da könnten wir Holzkohle machen. Hier haben wir bestimmt noch ein bisschen Holz drin. Ach, seht das doch. Ah, hier ist Spruce Logs. Ach, wunderbar. Man muss das alles ein bisschen zusammensuchen. Das heißt eigentlich, wir müssten ein Lagerhaus wirkliches Mal bauen. Aber wo willst du das jetzt noch hinsetzen? Hier ist eine Zuckerrohrfarm, da kommt die Bambusfarm hin. Ich weiß es auch noch nicht. Ich will aber auch kein automatisches Lager bauen, weil wir wollen ja auch ein bisschen so schön bauen. Soll ich mal ein paar hier diese machen? Denk mal schon.
Ja, Miete. So. Dann können wir nämlich mal sehen, wie das mit den Ecken ausschaut. Wohncutter habe ich ja glücklicherweise oben liegen. Ich bin auch schlau. Ich glaube, da hätte ich es sogar daraus machen können, ohne zu brennen, oder? Nö. Aber dann können wir diese mal probieren. Die Chiseled Stone Bricks. Ich wollte bloß gucken, nicht, dass er nach oben gegangen ist. Boah. Wenn wir dann vielleicht noch ein paar Gerissene mit reinmachen, wird es bestimmt gut aussehen. So, der wird auch noch ausgetauscht. So. Ja, aber es halt ein bisschen verlängert, ist ja kein Problem. So. Aber ja, doch, das, also ich persönlich finde das schon ansprechender. Und wenn jetzt noch da oben vielleicht der Zaun wegkommt. Mir das durch was anderes austauschen. Ist jetzt bloß zum Probieren. Wir müssen erstmal schlafen. Dass man da vielleicht noch solche Ecken reinziehen. So hier. Dann zack, zack, wupp. Und hier Iron Bars reinhauen. Du willst immer bloß reinhauen. So, erstmal gucken, wie schaut er aus. Iron Bars rein und dann hier oben drauf noch ein paar Laternen drauf. Dann müsste es eigentlich ansehnlich aussehen. Bin ich jetzt zumindest. Jetzt hast du aber Smooth Stone hergestellt. Ja, kann man immer noch gebrauchen. So, Bars. Hier machen wir gleich mal ein paar Laternen. Ich muss die Fackeln aus der Offhand nehmen, sonst kann ich die nicht herstellen. Du könntest ja auch traden gehen. Kann ich auch gehen. So. Da haben wir nämlich dann nämlich auch hier die Fackel, ja doch die Fackeln weg, wenn wir das dann hier so machen. In der Hoffnung, dass es auch hier drüben aufgeht. Ja, doch, so gefällt es mir eigentlich. So, dann abkrabbeln. So, hier haben wir wieder Schnee, Erde, das kann gleich alles weg. Ach, wir machen es sogar gleich hier lang, wenn wir das hier doch noch auf die Höhe bringen. Dadurch, dass wir jetzt diese Schaufel haben, geht das ja relativ zügig. Vielleicht machen wir hier sogar eher noch eine Wand höher, weil das ist ja doch hier ein bisschen.
Unwirklich. So, jetzt muss man natürlich hier hoffen, dass das auch aufgeht. 1, 2, 3. So, ich nehme die mal jetzt hier in die Offhand. Zap. Hier geht es natürlich nicht auf, aber wir können das ja so lassen. Und dann machen wir halt hier ein Gehege. Genau. Ein Schneegehege oder was? Ein bisschen vielleicht. Müssen wir zwar erstmal den ganzen Schnee dann wegbringen, aber das ist ja jetzt nicht so die Welt. Sind eh wieder hier voll beladen. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Schnee, Schnee, Schnee. Das. Lieber, ja, wenn wir das weglassen, da haben wir sogar noch ein bisschen mehr Platz. Grünzeug. Auf jeden Fall haben wir genügend Schneebälle dann für die Goldfarm. Du und deine Goldfarm, ja. So, okay, also. Solange man sich nicht verbaut, ist alles schick. Aber dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was schön gebaut. So, dann machen wir dann, ich denke mal sogar im nächsten Part dann innen weiter, dass wir mal bitte ein paar Baustellen so Stück für Stück abhaken. Ich mache das jetzt mal hier mit. So, und dann kommen hier die ganzen Cobblestone Walls weg. So, und dann werden wir jetzt gleich auch merken, ungefähr wie viele Bars wir benötigen. Iron Bars. Vielleicht nicht so viele, wie wir jetzt hier wirklich brauchen, aber es wird langsam. So, 32. Hui. Ja, wieder zu viel Schnee. Solange es kein Schnee im Sommer ist. Und dann brauchen wir noch ein paar Laternen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal schauen. Ich mache noch einmal Nugget. Und dann Laternen da. 9 Stück. Ja, wir schauen mal.
So, weil man kann ja auch nicht auf die drauf hüpfen. Doch, komm mal. Okay. Na gut, das ist ja jetzt eher mehr nur so als sinnbildliche Deko. Also müssen wir dann hier unten die ein bisschen höher setzen. Aber das kriegen wir auch hin. So. Okay, jetzt brauchen wir unsere Laternen. Insofern man sich nicht verbaut, müsste es passen. So, dann müssen wir dann noch unser Haus dann schön bauen. Was sagt die Zeit? 21 Minuten. Ja, können wir eigentlich gleich noch ein bisschen was machen. So, und dann kommen, entweder machen wir hier auch die rein. Gefangen hinter Gittern. Das ist erstmal unser Eingangsbereich. Ich habe eine Schaufel, nutze ich auch, bitte. Wie sieht's aus? Eigentlich nicht so schön. Ich dachte, es sieht besser aus. Probieren wir es da mal mit. Ja, das drüber stehen. Ah, ist auch nicht so. Naja, deswegen probieren wir es ja. Und es ist Minecraft und nicht hier Infinity Craft. So, aber ich denke mal doch, dass das jetzt relativ angenehm ausschaut. Vielleicht werde ich es auch jetzt schaffen, in diesem neuen Jahr mit Thumbnails wieder zu arbeiten. Mal schauen, ob ich es wirklich schaffe, planlos durch die Welt hier zu kommen. So, aber können wir so machen. Also, ich sage an der Stelle, kommentieren, abonnieren, liken, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.